würde ich sagen, fortsetzen. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an die Seite von YouTube. Das Ganze hier wird gerade live gestreamt bei mir auf dem Twitch-Kanal. Wer da Interesse hat, darf gerne in der Videobeschreibung mal auf den Link zum Twitch-Kanal klicken oder auch Twitter oder Discord mal vorbeischauen. Und ja, das Ganze wird wieder aufgezeichnet, werde ich später schneiden und hochladen. Heute, by the way, ging die erste Folge von My Time at Portia auf YouTube raus. Und wird täglich 2 Folgen geben. Um, ich glaube, 13 und 19 Uhr. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Bock, im Stream vorbeizuschauen, live dabei zu sein. Würde mich freuen, wenn es der ein oder andere rüber schafft. Und der Ladebalken lädt und also jetzt sind wirklich Ladezeiten auf Doom, ne? Und ja. Ansonsten ja das Übliche halt, ne? Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne Daumen hoch und Abo und bla bla bla. Ne? Muss man nicht immer sagen. Habe ich gefühlt den Eindruck, es bringt sowieso nichts. Wenn Leute abonnieren wollen oder Daumen hoch machen wollen, dann machen sie es. Ansonsten. Auch wenn man es sagt, machen sie es nicht. So, wir sind in Tag 16. So, haben wir gleich die nächsten Ladebalken. So, hat eigentlich, ja, die sind schrecklich. Ja, ne, Puschel, die sind schrecklich, die Ladezeiten. So, Mauszeiger dann mal auf die Seite gepackt. Finde ich schrecklich, wenn der ein Teil vom Chat bedeckt. Oh, noch so viel Ladebalken. Mal doch mal hin. Hoppi, hoppi. Zu viel einfach, ja. Wobei wir tatsächlich, das, wir haben ja schon ein Patch bekommen auf der Switch, die die Ladezeiten verbessert. Das war vorher wohl noch schlimmer. Oh, hi. Und wie ich gelesen habe, hat den Xbox und PS4 haben den wohl tatsächlich erst gestern bekommen. Also die mussten tatsächlich länger drauf warten. Aber naja. Ich denke, da wird sich auch noch was tun. Scheiße, ich wollte doch gar nicht. Was stand da gerade? Das ist kein Problem. Wir haben hier ein Rezept, um mit der Feuchtigkeit fertig zu werden. Ah, ich glaube, I remember. Irgendwie ganz duster mal. Nimm einfach etwas Milch, Golddachs und Salz, um einen cremigen Lachseintopf zu machen. Okay, aber wie mache ich ihn? Oh, vielleicht fehlt dir die Kochausrüstung. Sprich mit den Damen im Forschungszentrum. Sie sollten dir weiterhelfen können. Okay. Ah, wir haben keine Post. So, dann machen wir da jetzt einfach mal was. So, weil das verstopft nur Inventar. So. Wildes Firefly auf Futtersuche. Bis gleich. Viel Erfolg, Firefly. So, können wir den hier einfach... Ah, es dauert nur so lange. Okay. Und hier ziehen wir jetzt einfach mal an, ne? So. Ah. Dann, was brauchen wir denn eigentlich? Müssen wir erstmal hier gucken. Müssen wir erstmal auffüllen hier, hä? Okay, wir haben kein Kupfer. Und wir haben fast kein Holz. Steine haben wir genug? Nein, den wollte ich. So. Und Sand haben wir auch noch mal so viel. So, den hauen wir mal da hin. Was mich auch nervt, dass der immer umdreht. Das ist auch irgendwie ein bisschen nervig. So, den hauen wir dabei. Warum habe ich Kupferrohr dabei? Da habe ich doch gar nicht. Da habe ich was stehen. Was brauche ich denn da noch?
Federn. Okay, da müssen wir in Nummer 2 rein. So, dann fetzen wir erstmal. Jetzt habt ihr gesagt, wir sollen mit den Damen vom Forschungszentrum labern. Dann machen wir das doch mal. Hallo Mars. Ah, Uga Uga. Na, ups, Entschuldigung. So, gehen wir mal da rinne. 9 Uhr, really? Ah, genau, da müssen wir nachher noch gucken, wenn wir wieder daheim sind, ob wir jetzt ernten können. Das hat ja beim letzten Mal irgendwie nie so ganz geklappt. Du bist neu, nicht wahr? Hast du dich verlaufen oder so? Was? Die Kirchenleute sind so stur. Warum sollten wir die Technologien der alten Welt nicht verwenden? Sie können sich offensichtlich dazu beitragen, unsere Leben einfacher zu machen. Das macht wirklich keinen Sinn. Die sagt mir schon mal nichts von Kochen. Hallo Petra, du Schnuffelchen. Eieiei. Entschuldigung. Unterhaltung. Die Kirchenleute sind so stur. Warum sollten wir die Technologien jetzt aber doch gerade gelesen? Hey, Forschung? Hallo, hast du etwas Neues entdeckt? Gib ihr 5 Datendisks. Du hast nicht genug Datendisks. Echt jetzt? Das war mein privaten Safe. Okay. Also, warum sagen die uns nichts wegen Kochen? Finde ich jetzt ungeil. Okidoki, dann ging's da irgendwie da oben, war die zweite Dingsbums. Brauchen wir nur Federn und was war das? Federn und genau und Kupfer. So, stechen wir voll da hoch. Wo ist denn da hinten? War die? So, Deli. La Ruine, ich komme. Dim, drim, dim, di, dum, da ist so, warte mal, hab ich hier eigentlich? Hi, Sam! Sam, Mitglied der Zivilgruppe. Hey da, ich habe dich hier noch nie gesehen, wo kommst du her? Es ist wunderschön außerhalb der Stadt, nicht wahr? Okay. Ui, so, nee, das war Magna Dingsbums. Magan oder irgendwie so. Irgendwo hier. Den da. Eisenerz. Bleierz. Ja, das wollte ich jetzt irgendwie aber nicht. Ein Kupfer hier drin. Einmal nicht. Glaubt, das ist okay, Kupfer, ne? Ist auch Eisen und Blei. Was haben die hier? Blei? Blei ist giftig. So, oh, guck mal. Gehen wir doch einfach mal hier steil bergab. Dum, 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 dum. Na komm schon. Was haben wir da? Einfache Schaltkreise, alte Teile. Ich brauche Federn. Und Kupfer. Dum, dum, dum. Da kriegen wir ganz viel Sand.
Brauche aber Kupfer. Oh, nicht schon wieder so ein schwarzes Ding hier. Kann ich mich da drunter durchbuddeln? Ich glaube, das wird nichts, aber oben drüber ging doch immer. Ich glaube, wir können außen vorbei. So, wo ist denn mein Polyppel jetzt? Mal hier. Sag mal, das Teil trollt mich doch hier, oder? Rein. Alter, wieso triffst denn du nicht? Ey, der Teil verarscht mich doch, oder? Ah, komm ich da runter? So. Such was anderes. Lass mich doch hier nicht veräppeln. Und ab. Ja, mal ein bisschen geradeaus wäre vielleicht auch cool, ja? Eine Datendisk und einfache Schaltkreise. Ja, Feder fände ich geil. Das ist der, wo wir gerade waren, ne? Nein! Noch Schaltkreise. 18 Meter. So, lass mich da mal hin. So, 6 Meter. Ey, jetzt werde ich dann aber... Hä? Was ist denn das? Ach, die... Wow. Steinziegel. Die kann man kaputt machen. Wusste ich auch noch nicht. Ja, wenn man hier Steinziegel farmen kann. WB Firefly, na, was hast du zum Essen gefunden? Würde dir ganz gerne. Brillenglas. So kann ich das hier. Nö. Aber das hier wieder. Was? Da war doch gerade irgendwie was. Ah. Verlassener Raum. Matjes Garnelensalat mit einer Scheibe Brot belegt mit Tomate Mozzarella. Ah, lass dir schmecken.
Einmal Schleim. Was ist einmal hier? Angriff von hinten! Die heilen sicher! Ein Zauberwürfel? Okay. Whatever man da... Da oben ist ja noch was. Ein Anfängerhut. Da noch was. Sieht nicht so aus. Anfängerhut. Schleim. Wird von Käfern ausgeschieden. Ziemlich eklig. Zauberwürfel, ein Logistikspielzeug, an dem bereits Generationen gerätselt haben. Kritische Trefferschance plus 5. Ah, das kann man ausrüsten. Anfängerhut, erforderliches Level 5. Ein leichter Hut aus Leder, der die Sonnenstrahlen abhält. Max GP plus 50 von Höhle. Und Sylke ist auch mal essen machen. Alles klar, Sylke, bis gleich. Ich hab A gedrückt, danke. Und den legen wir auch mal an. Kritische Trefferschance 10%. Das Problem dabei ist, wie ich festgestellt habe, im privaten Safe. Dass ich dann nicht wieder darauf komme, wo ich in den Raum rein bin, sondern am Anfang der Ruine. Das finde ich ein bisschen cool, was haben. Achso, das ist das Ding hier, ne? So. Marier was? Nö. Gib mir da. Bleizinn, Eisen. Ich will aber... Ich brauche doch Kupfer. Neues Relikt, Soldat mit Lanze. Ja, ich brauche ganz dringend 10.000 Reliktkisten. So, hier finde ich nichts. So, gehen wir mal hier gucken. Endlich bist du on. Hi, Host Dabak. Na, wie geht's dir? Ja, gab ein paar außerplanmäßige Sachen. Dabak geht's zu. Gut, Woche war okay. Soldat mit Axt. Ich will keine Soldaten mit Axt. Ich will... Brauch Federn. Oh, da ist ja einer. Blum. So. Gib mich das Ding hier. Schmiermittel. Na super. Genau das habe ich nicht gebraucht. 14. 18. Du hast gewonnen. Ganz viel Eisenerz und Bleierz und Zinnerz. Energiestein, Schaltkreise und eine Datendisk. Was ist das da? Okay, ich glaube, da ist nichts. Und dann haben wir kein...
So, warte mal, wir hatten hier doch noch irgendwo ein. Oh, da ist wieder ein Raum. Irgendwo hier war doch gerade noch so ein gelber Pünüppel. Ach, hier. Und da. Nehmen wir erst den, da komme ich da überhaupt hin. Oh, haben wir, okay. Dann hatten wir hier unten neun. Ah, da komme ich wieder nicht hin. So. Industrieller Motor, besonderer Gegenstand. Nice. So, hier, da, dort. Wo war denn jetzt der komische Raum? Ah, von hier sehe ich den nicht. Da haben wir noch so ein Ding. Da hinten war er. So, dann nehmen wir doch da noch ein bisschen Eisenerz mit. Hoffe ich, dass ich da noch hinkomme. Oh oh. Man sollte ab und an ein bisschen auf die Uhr gucken. Komm, hau hin da. Alter, echt jetzt? Glaub, das wird nicht gut. Glaubt auf alle Mom. Goldkröte. Plüschteddy. Jetzt schnell raus, heim. Hoffen, dass wir es rechtzeitig schaffen, bevor wir umkippen. Komm schon. So, wir müssen ja noch in unsere Hütte laufen. So, schnell, schnell, schnell. Ah, das könnte sich ausgehen. Ach scheiße, wer sind da hier? Schnell, 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 wer bist denn du? Hallo Adit! Ah, ich glaube jetzt können wir... Oh, scheiße! Haben wir es ums Arschlecken nicht geschafft. Heimfahrt war wegen Feiertag am Donnerstag, aber dann haben wir erfahren, dass wir dienstags heimfahren, da die Gemeinde die Straße teert. Oh. So, haben wir es nicht geschafft, Zimmer umgefallen. Scheißendreck. Ah, jetzt können wir ernten. So, dann halt. Wir nehmen erstmal das da. So, der ist fertig. Wir machen gleich mal den da. Level up. So, dann hau mal das da mal rein. Nicht Dienstag, sondern Mittwoch. Am Dienstag haben wir es erfahren. Okay. So, du kommst da rein.
Du und du, ihr nicht. Erhärte der Lehm. Ja, das war Bulms Banane. Den da rein, den da. Den da. So, haben wir was für hier? Nö. Für hier. Die Datendisks behalten wir mal. Doch, klar haben wir was für hier. Stein. So, alte Teile, Schaltkreise, die da. Seltsame Linsen, Mission beginnen. Ihr könnt auch nicht da rein. Soldat mit Lanze Teil 1. Soldat mit Axt Teil 3. Schmierstoffe. Max Gesundheit. Bei Platzierung im Haus werden zusätzlich. Schmeißen wir erstmal da rein. Ein Teetier über das Teeliebhaber ihren Tee gießen. Und Motor, genau. So. Dann. Irgendwo hier? Ah. Nee. Wir gehen jetzt erstmal zu Emily. Bist du Emily da drüben? Du siehst. Nope. Da ist Emily. Was ist das Ziel des Spiels? Starbuck, du kennst ja Duvelli. Wow, das sind ausgezeichnete Ergebnisse. Jetzt bin ich überzeugt. Kann ich 3 von diesen Pflanzkästen bestellen? Bitte schön und danke. Irgendein Idiot hat den Eimer gestohlen, mit dem ich meine Hühner füttere. Ja, und? Wie läuft's mit den Pflanzkästen? Also. Ja, ist ja gut. Nicht gut. Also im Endeffekt ist das Spiel Stardew Valley in 3D. Und was ist das Ziel des Spiels? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Warum spiele ich sie? Um draus zu finden. So, die wollte 3 Pflanzkästen, ne? Wassereimer, brauchen wir Eisenbarren. Ich kann nur 2 bauen, weil ich brauche Tierkot. Hallo, ihr Wuschels hier, könntet ihr mal bitte ein bisschen koten? Ne, warum auch, ne? Im Privaten bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, auf einmal, da, das scheint echt zu gehen. So, einen brauche ich noch. Hallo, huhu. Brauch noch einen, könntet ihr noch mal einen abdrücken? Ich glaube, so ganz auf Ansage funktioniert das nicht. Aber es ist halt, man kann hier halt sehr viele Ruinen. Also der Anfang war, könnte man auf YouTube nachgucken. Ich kann es dir aber auch gerne erzählen. Wir kamen hier an, wir haben diese Butze da vorne, haben wir von unserem Daddy geerbt. Und ja, wir sind jetzt quasi ein Handwerker. Und müssen Zeug bauen. Wir können dann, haben jetzt diese Pflanzkästen, da können wir Sachen anbauen. Können später noch Tiere haben, es gibt Minispiele. Und ja, halt Sachen sammeln, bauen.
und so weiter. Hallöchen Rockstar, willkommen auf meinem Kanal. Nein, das ist kein Multiplayer, das ist Singleplayer only. Ob da noch ein Multiplayer kommt? Keine Ahnung. Bei Stardew Valley gibt es ja mittlerweile einen. Aber macht auch alleine sehr viel Spaß. Ich glaube, ich kriege hier keinen zweiten Kothaufen, oder?